Habe Tiere miteinander zur neuen Woche, zur neuen Folge von Weidejagd in die Mitterjagd aus Mittelfranken. Zuletzt die Präparate ausgebracht und jetzt wird gemäht. Oh, ich freue mich. Wetter so lala. Heute ist Samstag. Morgen wird es nochmal richtig schön. Montag, Dienstag nehmen die Temperaturen ein wenig ab. Aber dann Mittwoch, Donnerstag wird es nochmal richtig was. Schauen wir mal, wann wir dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag irgendwann pressen können. Je nachdem, wie es wird. Ich bin mega gespannt. Wir mähen ja noch mit dem oder wieder oder leider mit dem Corto. Ich habe es ja schon mal gesagt, das Doppelmesser-Mähwerk ist leider nichts geworden. Aber vielleicht wird es ja mal eine Nummer kleiner für uns, für den Eigenbedarf, aber für den Lohn. Ja, im Nachhinein bin ich, wenn ich so ein Ding sehe, verdrücke ich schon Tränchen, aber im Großen und Ganzen bin ich dann doch zufrieden oder glücklich, dass wir es nicht gemacht haben. Hätte uns wahrscheinlich mehr gekostet als nur Geld. Dann hätte ich gesagt, legen wir los. Ich starte jetzt mal hier auf der kleinen Fläche, um mal ein bisschen auszuprobieren. Thema Rehkitze ist natürlich auch interessant. Ich habe alles nochmal durchgeschaut. Aber das Gute ist natürlich, wenn du Demeterbauer bist, solltest du ja deine Präparate anwenden. Und deswegen habe ich ja vorher, ein, zwei Tage vorher, den Hornkiesel ausgebracht zur Abreife und zur Verbindung mit der Sonne für das Gras. Und das ist schon mal gut, weil man dann wirklich auch mal vorher quasi die Fläche nochmal abfährt und somit hoffentlich die Mamas dazu bewegt, ihre Kätzchen hier herauszubringen. Aber das ist tatsächlich jetzt hier die schattigste und waldigste Fläche, die wir haben, wo auch wahrscheinlich die Gefahr mit am größten ist. Aber wie gesagt, geguckt haben wir alles. Und die Präparate helfen da natürlich auch. Also, legen wir los! Ich bin beim ersten Wenden. Schaut super aus. Liegt einiges drauf. Mit bester Musik. Erntemix Klasse von Heyben. Sehr empfehlenswert, der Vlogger auch. Hey wie Heu, H-A-Y. Ben! Vielen Dank für diesen wunderbaren Erntemix. Der macht noch mehr Spaß. Was sieht es an meinem Outfit? Ist es tatsächlich warm heute? Morgen wird es ein bisschen Temperatur noch nachlassen, aber ich glaube, das ist in zwei, drei Tagen fertig. Ne? Leider ich habe ja noch nie was drauf. Der es mir gesagt hat, weiß Bescheid. Aber dann haben wir es natürlich 4-5 Tage liegen. Jetzt hoffen wir mal, dass wir Mittwoch oder ja, Donnerstag ist Kindergeburtstag, da wird es schwer.
Aber ansonsten, das kriegen wir hin. Meine Herausforderung beim Heumachen ist ja dieses Mal der Schwader. Also da nehme ich euch mit, das erste Mal Stollwurmschwader für mich. Das ist jetzt auf der schönen, langgezogenen Fläche super. Aber ich habe halt auch noch kleine, ekelhafte Stückler. Deswegen, ich bin echt gespannt. Da will und muss ich mir Zeit nehmen. Schnell zusammensparen wird wahrscheinlich das Jahr nichts. Aber mal gucken, ich bin echt gespannt, ob ich mit dem Ding umgehen kann. Für mich ist das erste Mal mit so einem Zweigreisen und dann auch noch ein Wurmschwader. Ist dann. Der ist auch nicht so, oder der ein bisschen. Ja, man muss halt wissen, wie man damit geht oder wie man den bedient. Wie man fährt, wie man rangiert, wie man näher hinkommt. Aber das muss doch nicht bei jedem drauf. Gut, dann wende ich jetzt mal noch fleißig weiter und guck dann, dass ich. Ja, dass ich fertig bin. Ich bin. Morgen, servus. Ich habe meine ersten Meter geschwadert mit dem Stollwurmschwader. Ja, bisher ganz gut. Ich bin jetzt mal aufs Handling gespannt, auf die Kurven, auf wie es funktioniert. Sei dabei. Also, das funktioniert doch prima. Aber es ist schon, also für mich das erste Mal so ein Zweikreiselschwader und dann noch so ein Wurmschwader verwendet. Schon viel mitdenken. Vor allem halt wirklich in die Kurven und zwei Steuergeräte gleichzeitig und eigentlich gar keine Ahnung, wie so ein Ding funktioniert, aber ja doch, es geht. Lübt. Naja, dann habe ich jetzt noch 4-5 Flächen vor mir. Und dann könnt ihr jetzt so ein bisschen zugucken und dann melde ich mich, wenn wir pressen. Das machen wir dann später. Servus. Ich bin mit dem Schwaden fertig und es wird gepresst. Super. Ich bin fast der Meinung, dass es ein bisschen zu trocken ist. Aber schauen wir mal. Hätten wir gestern wahrscheinlich schon pressen können. Aber ich habe Begleitung dabei. Ja, aber was ist zum Stollschwader zu sagen?
echt tricky, muss ich mich dran gewöhnen. Aber das wird von Mal zu Mal besser. Ich habe den Klaus schon informiert, dass es ein bisschen wild geschwadert sein kann. Übrigens, pressen tut der Klaus von Biolandhof Wolter. Nicht auf YouTube zu sehen, aber auf Instagram auf jeden Fall besuchen, ist was wert. Biolandbetrieb hier aus dem Ort auch. So, da haben wir Ball Nummer 1. Ist gemacht. Wir wollen ja relativ kleine 1,20er Ballen. Von der Dichte sind es auf 120 Bar. Das passt. Das Zeug ist trocken. Deshalb kann man es also fest pressen. Da ist dann wurscht. Gut, der erste Ballen ist da. Bin mal gespannt, was wird. Es steht nicht so viel, wie ich dachte. Aber wenn jetzt schon einer da ist, dann bin ich jetzt zufrieden. Viel brauchen wir nicht für die Jacks. Also, weiter geht's. Beim Heumachen, der Biolandhof Wolter, der kann sogar zaubern. Weil der kann sogar Heuballen machen auf Flächen, die wir gar nicht gemäht haben. Hier liegt auf der Wiese, auf der kommenden Weide, der Jax, liegt ein Ballen. Wie kommt der daher? Sieht man es hinten, die Spur? Der ist leider, wir sind ja hier im Berggebiet. So nennt es wohl, keine Ahnung wer. Ja, ist immer scheiße hier Ballen abzulegen, weil eigentlich fast nichts Ebenes da ist. Und er ist einfach über den Zaun drüber. Aber diese Konstruktion von Zaun, er hat gemeint, der ist drüber, hat sie niedergelegt und wieder aufgestellt. Also sehr guter Zaun von Batura, vielen Dank. Ja, den muss ich dann halt irgendwie, muss den Zaun abbauen und muss ihn dann rausholen. Aber auch kein Problem. Holen wir den Rest heim. Ja, die letzten zwei Ballen. Ja, so langsam wird es finster, 8:45 ist. Meine letzten beiden Ballen habe ich drauf, die fahre ich noch heim. Einen, den der in der Weide liegt über den Zaun, den muss ich nur reinholen. Aber dann war es das. Wahnsinnsertrag, also hätte ich jetzt von dem, was ich jetzt da geschwadert und gewendet habe die ganze Zeit, nicht erwartet, was da gelingen ist. Aber es waren dann am Ende 10 Ballen auf dem Hektar. Also, holla die Waldfee. Das war letztes Jahr vielleicht 6-7 Ballen auf dem Hektar. Wo es letztes Jahr auch schon so nass war. Ich weiß ja, woran es liegt. Das sind die Demeter-Präparate. An alle, die sich beschwert haben über die Fahrspuren da drin. Ne, der Horn misst vorher und der Hornkiesel zum Abreifen. Da hat es ja mal richtig geschossen. Sicher, die Qualität des Holzes ist mit den Demeter-Präparaten besser. Gut. Dann haben wir die Heuernte noch nicht ganz abgeschlossen. Ich habe heute früh nochmal ein Dreiviertel Hektar oder Hektar gemäht. Den werden wir dann am Sonntag reinholen. Wetter sollte stabil bleiben morgen. Früh könnte es ein bisschen was regnen, aber das wäre nicht so wild, beziehungsweise nicht viel. Dann haben wir die Heuernte, den ersten Schnitt dieses Jahr erledigt. Grummert will ich schon noch machen, einen zweiten Schnitt und ja, dann wahrscheinlich dieses Jahr das erste Mal ein Silo, einen dritten Schnitt. Das gucken wir aber, wie es wird. Und dann könnt ihr aber dranbleiben, weil wer sich erinnert, da hinten waren wir im Winter und haben die 75 Festmeter Holz gemacht und hier
Der Baum, das ist glaube ich der 30 Meter lang und am Ende der 30, also mehr als 30 Meter und am Ende der, also bei 30 Meter nur 25 Durchmesser und dann kamen die Koppen. Also der hat wahrscheinlich 3-4 Kubik, der Baum, da liegt der Teil davon. Unglaublich, was da alles noch liegt. Ich dachte eigentlich im Winter, jetzt sind wir fertig da hinten in dem Eck. Aber naja, denkste, ne? So ist halt. Gut, dann bleibt dran. Nächste Woche gibt es mal wieder was für die Woodmeister. Erkläre ich euch was zum SW10, wie ihr den optimal nutzen könnt. Und ja, dann gucken wir mal, was wir sonst noch auf Lager haben, was auf dem Betrieb noch los ist. Ich hoffe, euch hat es gefallen, die Heuernte 2022, die ersten Versuche mit dem Stollspader. Ich bin begeistert. Ich habe noch viel zu lernen. Das Gerät ist toll. Wurmspader finde ich klasse. Ja, aber ist noch viel zu lernen für mich. Es liegt nicht am Gerät, es liegt an mir. Nur kein Meister vom Himmel gefallen. Ja. Könnt ihr alles noch verfolgen, kommt dieses Jahr auf jeden Fall nochmal zum Einsatz, das Gerät. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann klickt auf Gefällt mir, abonniert den ganzen Kanal, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Empfehlt das Dingens weiter und kommentiert fleißig. Echt, diese Interaktionen mit den Leuten sind mir echt am wertvollsten. Was ich da schon Infos, Tipps, Meinungen gekriegt habe, gelacht habe, mich geärgert habe, ist Gold wert. Super. Ich danke euch. Ich wünsche euch einen super Start in die Woche. Ich hoffe, bei euch ist es genauso sonnig wie bei uns. Macht's gut. Ciao.